Hallo, das ist Janosch von Deep Connection und im heutigen Video geht es um eine Angst, die viele Männer haben, wenn sie wenn die Frau ansprechen. Und zwar ist es nicht Ansprechsangst, sondern die Angst, was ist eigentlich, wenn du in einem Gespräch bist und irgendwie geht der Gesprächsstoff aus, du merkst, Chemie stimmt irgendwie auch nicht und trotzdem hockst du neben dir und es ist irgendwie peinlich, zum jetzt einfach weglaufen. Die Angst, wie das der Frau überkommt, wenn du jetzt einfach würdest sagen, also ich gehe mal weiter oder einfach würdest du davonlaufen, die Angst, um die geht es. Und ich zeige dir einen Trick, wie du dich kannst die Angst umgehen, ohne dass es irgendwie gross peinlich ist für beide. Okay, wir haben folgende Situation. Du bist zum Beispiel im Tram oder am See oder bist irgendwie auf einem Bänkchen mit einer am Hocken. Du hast die Angst überwunden, ihr habt ein gutes Gespräch, vielleicht für eine Minute, vielleicht für 10 Minuten, vielleicht für eine halbe Stunde. Und irgendwie, ich kenne das alle, am Anfang, vor allem wenn du regelmäßig Frauen ansprichst, du hast so deine Sachen, die du erzählst, den Smalltalk, vielleicht ein paar Sachen, die witzig sind, die für dich eine Routine sind. Und dann irgendwann gehen die Routinen aus, das Gespräch wird vielleicht ein bisschen anders, als du dir das vorgestellt hast. Du weißt nicht mehr weiter und es ist irgendwie peinlich und du hockst da und denkst dir, fuck, was soll ich jetzt sagen oder was soll ich machen? Am liebsten würde ich jetzt einfach weggehen und einfach weiter. Ich zeige dir jetzt einen Trick, wie du das am einfachsten kannst umgehen, dass es dir und auch deinem Gegenüber irgendwie unangenehm oder peinlich vielleicht ist. Wenn eine Frau mich wirklich ignoriert, vielleicht auch von Anfang an oder auch nach einem Gespräch oder wenn eben der Gesprächsstoff ausgegangen ist, dass ich so tue, als würde gerade jemand anrufen, den Kollegen, und nehme ab und sage, hallo Claudio, okay, ah, du bist gerade da beim See, okay, ja, dann lass es doch abmachen, in 5 Minuten, alles klar, also bis dann, tschüss. Handy weg und schon ist das irgendwie ein Grund, um dich verabschieden und dann kannst du dich vielleicht von ihr noch schnell verabschieden und sagen, hey, schöne, und dann wäre es das gewesen. Ganz simpler Trick, probiere ihn aus, schreib ihnen, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie der für dich übergekommen ist und wenn dir das gefallen hat, du kennst es, Daumen hoch, freue mich immer wieder und kannst auch gerne den Kanal abonnieren und das Video teilen. Und wenn du noch Ideen hast über zukünftige Videos, welche Themen dass ich sonst noch sollte, auf einem Video zeigen, behandeln, dann schreib das auch in die Kommentare rein. Ich lese jeden von denen durch. Und ich wünsche euch viel Spass, have fun und bis bald.